Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Fakten über Apache 207. Apache 207 ist der Durchstarter in der deutschen Rap-Szene. Da über ihn gar nicht so viel bekannt ist, haben wir mal ein paar Fakten über ihn zusammengefasst. Einiges davon wusstest du sicher noch nicht. Fakt Nummer 1. Apache 207 heißt in echt Volkan Yaman. Er ist ein Deutscher mit türkischen Wurzeln. Fakt Nummer 2. Der Rapper hat sein Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen gemacht. Fakt Nummer 3. Apache 207 ist laut eigenen Angaben 2 Meter groß. Fakt Nummer 4. Seine Songs werden auf Spotify öfter gestreamt als die von Mero oder Loredana. Fakt Nummer 5. Apache 207 spielte professionell Fußball beim VfR Frankenthal. Hier kannst du ein Foto von ihm auf dem Fußballplatz sehen. Fakt Nummer 6. Der Rapper Apache 207 hat noch nie ein Interview gegeben, darum weiß man nicht viel über ihn. Fakt Nummer 7. Für einen Rapper singt er außergewöhnlich gut und hat einen großen Stimmumfang. Fakt Nummer 8. Apache 207 wuchs in ärmlichen Verhältnissen bei seiner Mama auf. Doch für seine alte Hood und früheren Freunde in Ludwigshafen schämt er sich nicht. Wenn er sie besucht, zeigt er das stolz auf Instagram. Fakt Nummer 9. Gerüchten zufolge studiert Apache 207 Jura in Mainz. Aktuell soll er aber pausieren. Fakt Nummer 10. Die Karten für die erste Apache 207 Tour 2020 waren nach wenigen Minuten ausverkauft. So, das war's schon wieder mit den 10 Fakten über Apache 207. Was sagt ihr zu diesem Typen oder interessiert euch einfach gar nicht? Auf jeden Fall geht's ja gerade durch die Decke. Ich glaube, er ist in aller Munde. Überall hört man von ihm. Ich glaube, er wurde sogar in den letzten paar Tagen zum erfolgreichsten Spotify-Künstler des Jahres kreiert oder zum besten Newcomer, glaube ich. Und vor allem auch zum meistgeklicktesten. Und ziemlich krass. Ich musste sagen, bis vor kurzer Zeit wusste ich sehr wenig über ihn. Jetzt habt ihr einfach ein paar Fakten bekommen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, falls es euch gefallen hat. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.